Die Bundesregierung hat den Mindestlohn ja jüngst erst auf 12 Euro erhöht. Und auch diese Erhöhung ist real gar nicht so stark ausgefallen, wie man das zuerst denken könnte. Grund ist der aktuelle Preisschock, den wir infolge des Wirtschaftskrieges gegen Russland erleben. Doch nun hat die Mindestlohnkommission eine Entscheidung gefällt, die in diesem Kontext als lupenreiner Skandal zu werten ist. So soll der Mindestlohn nominal auf 12,41 Euro zum 1. Januar 2024 und auf 12,82 Euro zum 1. Januar 2025 steigen. Und das ist aus mehreren Gründen eine wirkliche Frechheit gegenüber den Arbeitern. Aber mal langsam. Was ist überhaupt passiert? Wie konnte dieser Beschluss überhaupt zustande kommen? Die Mindestlohnkommission ist paritätisch mit Gewerkschaftsvertretern und Vertretern der Unternehmen besetzt. Und die Gewerkschaften, die stimmten sogar dagegen, und zwar mit folgender Begründung. Erstens, um den vom Mindestlohngesetz geforderten Mindestschutz und einen Ausgleich der Inflation zum Erhalt der Kaufkraft für die untersten Einkommensbezieher zu gewährleisten, hätte nach Ansicht der Gewerkschaftsvertreter der Mindestlohn deutlich zumindest auf 13,50 Euro steigen müssen. Die Arbeitgeber und die Vorsitzende der Kommission haben sich dem verweigert. Nun, der Gewerkschaftsvorschlag lag bei mindestens 13,50 Euro statt 12,41 Euro. Wie konnte es dann passieren, dass sich eben anscheinend der Vorschlag der Arbeitgeber durchsetzte? Dazu müssen wir uns die Zusammensetzung dieser Mindestlohnkommission anschauen. Zum einen gibt es in dieser Kommission 3 Vertreter der Arbeitgeberseite, dann 3 Vertreter der Gewerkschaftsseite und 3 Vertreter, die von der Bundesregierung berufen werden. Die 2 von der Bundesregierung berufenen wissenschaftlichen Mitglieder sind die Ökonomen Tom Krebs und Lars Feld. Bei Lars Feld, der zudem noch Lindners Chefökonom und Mitglied der Mont-Pelerin-Gesellschaft ist, dürfte klar sein, wie er abgestimmt hat. Er wird aller Voraussicht nach auf der Arbeitgeberseite gestanden haben. Tom Krebs hingegen schrieb auf Twitter zum Mindestlohnkompromiss Folgendes. In einem Interview mit Zeit Online habe ich dargelegt, warum ich den Mehrheitsbeschluss der Mindestlohnkommission kritisch sehe. Die Kommission hat das Mindestlohngesetz eigentlich missachtet. Tom Krebs spricht sich in dem mit der Zeit verlinkten Artikel dann auch für einen Mindestlohn von etwa 14 Euro aus. Also Tom Krebs hat anscheinend dagegen gestimmt. Die alles entscheidende Stimme in der Mindestlohnkommission stammte also von deren Vorsitzende, Christiane Schönefeld. Sie war Vorsitzende der Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen der Bundesagentur für Arbeit. In ihrer Amtszeit fiel die Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe im Zuge der Agenda 2010. 2019 wurde Schönefeld von der Arbeitgebergruppe im Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg vorgeschlagen. Ja, und sie wurde dann natürlich auch gewählt. Also eine arbeitgebernahe SPD-Politikerin. Sprich eine Parteisoldatin, die eigentlich nur den Willen der SPD exekutiert. Sie war, nach allen Indizien, die uns hier zur Verfügung stehen, die entscheidende Stimme, wenn es darum geht, diesen Skandalvorschlag des Mindestlohnes durchzusetzen. Die SPD hat also entschieden, dass der Mindestlohn nicht deutlich steigen soll. Die SPD hat entschieden, sich auf die Seite der Arbeitgeber zu stellen. Und warum das skandalös ist, das werden wir gleich noch etwas ausführlicher besprechen. Aber wenn Olaf Scholz sowas plakatiert wie Respekt für dich oder Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen, dann ist das lupenreine Wählertäuschung. Die SPD steht auf der Seite der Arbeitgeber und im nächsten Bundestagswahlkampf wird sie dann, ironischerweise, wahrscheinlich wieder eine Erhöhung des Mindestlohnes fordern, nachdem sie in der Mindestlohnkommission eben diesen höheren Mindestlohn aktiv verhindert hat. Aber Moment mal, diese Entscheidung der Mindestlohnkommission ist nicht nur, weil die SPD maßgeblich die entscheidende Stimme geliefert hat, Wählertäuschung, sondern aus noch einem ganz anderen Grund. Methodisch ist die Mindestlohnkommission nämlich auf äußerst kreative Art und Weise mit der Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro umgegangen. Sie schreibt, durch die Anhebung des Mindestlohns von 10,45 Euro auf 12 Euro durch den Deutschen Bundestag im Oktober 2022 wurde das regelmäßige Anpassungsverfahren durch die Mindestlohnkommission vorübergehend ausgesetzt. Die Mehrheit der Mindestlohnkommission hat den Anstieg des Tarifindex
auf den Wert der letzten Entscheidung der Mindestlohnkommission von 10,45 Euro angewandt und zugleich den durch den Gesetzgeber veranlassten Anstieg von 1,55 Euro berücksichtigt. Man hat also nicht die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro als Basis genommen, um zukünftige Entscheidungen zu fällen, sondern man hat einfach die letzte Mindestlohnentscheidung von 10,45 Euro zugrunde gelegt. Das heißt, man übergeht einfach dieses Wahlversprechen der SPD, eine Erhöhung auf 12 Euro, und legt den Mindestlohn so fest, wie man es dann gerne hat. Die SPD hat ihre Wähler also gleich doppelt belogen. Sie wollte den Mindestlohn nie auf 12 Euro erhöhen, zumindest nicht dauerhaft. Diese 12 Euro werden mit der Zeit, dadurch, dass sie jetzt von der Mindestlohnkommission ignoriert werden, durch die Inflation aufgefressen werden. Sie bedeuten also allenfalls eine temporäre, reale Erhöhung des Mindestlohnes und keineswegs eine dauerhafte. Die Mindestlohnkommission übergeht eine demokratische Entscheidung des Deutschen Bundestages, was ein weiterer Beleg dafür ist, wie antidemokratisch es ist, demokratische Entscheidungen, wie eben die Höhe eines Mindestlohnes, an solche Kommissionen auszulagern. Es ist ja generell ein Merkmal neoliberaler Politik, dass sie Instanzen schafft, wie die unabhängige Zentralbank oder irgendwelche Kommissionen, um demokratische Politikentscheidungen zu entdemokratisieren und ja, sie so zugunsten der Unternehmen treffen zu können, ohne dass sie sich offen auf die Seite der Unternehmen stellen muss, da es ja diese technokratischen Institutionen gibt, die ohnehin das machen, was die Arbeitgeberseite will. Die Gewerkschaften schreiben deswegen dazu noch, warum sie diesen Mindestlohn abgelehnt haben. Zweitens, die Gewerkschaften kritisieren zudem, dass die Arbeitgeber als Basis für die nächste Erhöhung nicht den aktuell geltenden Mindestlohn von 12 Euro zur Grundlage nehmen, sondern den vom Gesetzgeber abgelösten zuvor geltenden Mindestlohn in Höhe von 10,45 Euro. Die Gewerkschaften wissen also ganz genau, dass sie hier übers Ohr gehauen werden. Doch sie konnten sich nicht durchsetzen, weil die SPD in Person von Christiane Schönefeld eben genau dagegen gestimmt hat. Doch damit nicht genug. Diese Entscheidung der Mindestlohnkommission verstößt mutmaßlich sogar gegen EU-Recht. Die Gewerkschaften schreiben, drittens, spätestens bis Ende 2024 muss die EU-Mindestlohnrichtlinie in nationales Recht umgesetzt werden, wonach die Mindestlöhne in der Europäischen Union mindestens 60% des Medianlohns von Vollzeitbeschäftigten erreichen sollen. Dies würde einem Mindestlohn in Höhe von 14 Euro entsprechen. Das heißt, der deutsche Mindestlohn wird bald so niedrig sein, dass die EU ihn wahrscheinlich zwangsanheben wird. Ja, Deutschland missachtet hier ganz offen EU-Recht. Jedenfalls dann, wenn man der Argumentation der Gewerkschaften folgt. So arbeitnehmerfeindlich agiert diese Ampelkoalition. Aber wo müsste der Mindestlohn jetzt mal unabhängig von dieser konkreten EU-Richtlinie und dieser konkreten Entscheidung der Mindestlohnkommission denn eigentlich liegen, wenn er armutsfest wäre, wenn er einem eine armutsfeste Rente garantieren würde? Zumindest für den extremen Fall, dass man sein Leben lang zum Mindestlohn arbeiten würde, was in der Realität natürlich nicht der Fall ist, da man auch in seinem Leben arbeitslos werden kann, beziehungsweise in bestimmten Phasen mehr verdienen wird. Aber nehmen wir diesen extremen Fall einmal an, um zu gucken, wo ein armutsfester Mindestlohn liegen müsste. Laut einer Anfrage der Linksfraktion aus dem April 2018 müsste der Mindestlohn bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 38,5 Stunden über 45 Jahre bei 12,63 Euro liegen, um eine Rente über Grundsicherungsniveau zu bekommen. Wenn man auf diese 12,63 Euro aus dem Jahr 2018 die Inflationsraten bis 2022 aufschlägt, dann würde man für das Jahr 2023 einen Mindestlohn von 14,44 Euro erhalten. Also nicht 12 Euro, wo er aktuell liegt, sondern 14,44 Euro müsste der Mindestlohn aktuell betragen, um eine armutsfeste Rente zu garantieren. Und wenn man jetzt die offiziellen Prognosen der Bundesbank für die Inflation bis 2025 nimmt, wo müsste der Mindestlohn dann liegen? Also mit welcher Forderung sollte eine linke Partei denn 2025 in den Bundestagswahlkampf ziehen? Nun, 16,10 Euro. Zumindest dann, wenn man die Prognosen der Bundesbank zugrunde legt. Das heißt, eine linke Partei sollte auf jeden Fall allermindestens einen Mindestlohn
von 16 Euro für die Bundestagswahl 2025 fordern, um ihn dann im Jahr 2026 einführen zu können. Ich hatte diese Rechnung ja schon mal vor einem Jahr durchgeführt und damals war ich zu einem niedrigeren Wert gekommen, weil der Preisschock durch den Wirtschaftskrieg gegen Russland damals noch nicht ganz mit einberechnet worden war, weil die Prognosen, die damals zur Verfügung standen, diesen Preisschock noch nicht ganz berücksichtigten. Aber jetzt wurde diese Rechnung, wie eben gezeigt, aktualisiert und wir kommen, jedenfalls dann, wenn man den Prognosen der Bundesbank folgt, auf einen Mindestlohn von 16,10 Euro, den wir im Jahr 2026 einführen müssten, um einen armutsfesten Mindestlohn zu haben, der eine armutsfeste Rente garantiert. Ich hatte vor etwas über einem Jahr, als ich diese Rechnung schon einmal anstellte, ja auch erklärt, dass solche Kommissionen absolut idiotisch sind und der Mindestlohn langfristig entsprechend der goldenen Lohnregel steigen sollte. Wie sind aber in diesem Kontext solche Preisschocks zu sehen? Nun, wenn so ein Preisschock auftritt, dann wäre es meiner Ansicht nach jetzt durchaus sinnvoll, den Mindestlohn zumindest kurzfristig nicht anhand der goldenen Lohnregel, sondern anhand der tatsächlichen Inflation steigen zu lassen. Zumindest für die Dauer solch eines Preisschocks, zumindest für die Dauer, wo die Inflation so deutlich überschießt, um eben Einkommensverluste bei ganz armen Arbeitern zu vermeiden. Der Mindestlohn ist ja das absolut Mindeste, was man bekommen sollte und er sollte auf jeden Fall armutsfest sein. Aber von solchen Sonderfällen, von solchen Preisschocks, die ja tatsächlich nicht sonderlich häufig sind, abgesehen, sollte der Mindestlohn entsprechend der goldenen Lohnregel steigen, um eben nicht inflationstreibend zu wirken. Beziehungsweise, wenn man die Lohnhierarchie stauchen will, und das wäre, nachdem die Lohnhierarchie in den letzten Jahrzehnten so stark auseinandergedriftet ist, tatsächlich eine gute Idee, könnte man den Mindestlohn auch über einen ganzen Zeitraum lang etwas stärker als die goldene Lohnregel steigen lassen. Dann müsste man allerdings automatisch dafür sorgen, dass die höheren Löhne schwächer steigen, damit man eben keine Inflation erzeugt. Aber das wäre wahrscheinlich ein Thema, dem ich mich in einem eigenen Video noch einmal widmen könnte. Die hohen Löhne sind in Deutschland in den letzten Jahrzehnten nämlich wesentlich stärker gestiegen als die geringen Löhne. Und auch deshalb braucht es einen hohen Mindestlohn, um dieser Fehlentwicklung entgegenzuwirken. Ein erster Schritt wäre, wie eben gezeigt, die Erhöhung des Mindestlohnes auf 16 Euro nach der nächsten Bundestagswahl 2025, die dann von einer hoffentlich linken Regierung, die dann an die Macht kommen könnte, vorgenommen werden sollte.